Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ja, wir sind jetzt kurz wieder auf dem Rückweg noch gerade, aber werden jetzt dann gleich ankommen. Ich werde jetzt dann mal schauen, dass ich diese Pipi-Pflanze auf meiner Insel noch finde. Ja, es ist wirklich eine Pipi-Pflanze, man möchte es kaum glauben. Und in der Hoffnung, dass ich dann eben meinen Ausschlag kurieren kann und daran nicht sterben werde. Ich hoffe, es funktioniert das Ganze. Ich bin mal sehr gespannt. Ich möchte hier nicht auf Grund laufen. I need a cooldown. Ja, ja, ich weiß. Wir haben allerdings da auch noch ein bisschen gewisse Probleme. So, einmal Anker weg. Einmal hier, einmal hier. So, wir ankern jetzt erst hier mal. So, und wir suchen jetzt erstmal die Pflanze. Wenn nicht, dann gehen wir nämlich gleich weiter zur nächsten Insel. I find you... Ja, wir brauchen... Oh, wir brauchen Wasser und Nahrung. Okay. Wasser. Oh, dass wir jetzt so nach unten... Und Nahrung auch. Hat ich nie noch Fleisch? Hier ist eine Kokosnuss drin. Eine geht ja. Boah, wir brauchen Wasser und Nahrung. Das hat uns jetzt so viel gekostet. Alter Schwede. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. So, zwei gehen ja, Gott sei Dank. Wir müssen Fische fangen, wir brauchen Trinken. Wir haben in irgendeiner Kiste hier ganz viel davon. Bingo. Ja, ich weiß. Hier. Okay. Sehr schön. Wir müssen dringend... Wir brauchen dringend Wasser, beziehungsweise dringend dieses... Diese Pipi-Pflanze. Wood Foundation. Das ist die falsche. Diese Pflanze ist gelb, die ich brauche. Ich hoffe, die wächst hier. Irgendwo. Guck mal hier. Junge Palme auf jeden Fall wieder da. Wie sieht's aus? Wasser. Extrem schlecht. Oh, guck mal, hier liegen sogar wieder Steine rum. Ich glaube nicht, dass ich die Pflanze da habe. Diese Seeigel bringen uns echt gerade um. Ein Leben noch. Na super. Ist sie das? Nee. Shit. Wir haben, glaube ich, verloren. Komm, diese Pflanze wird doch irgendwo hier wachsen. Nein, nichts Gelbes, nichts Gelbes. Okay, wir haben verloren. Mist. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich würde aber, wenn wir sterben sollten, würde ich auf jeden Fall einmal komplett neu anfangen mit Stranded Deep. Mittlerweile weiß ich um einiges mehr. Es ist ja erst das erste Mal, wo ich das Spiel spiele. Ja, wir brauchen was zu essen. Wir brauchen auch vor allem was zu trinken. Wir machen mal Feuer. Auf jeden Fall. Wir brauchen was zu essen. Wir haben hier Kartoffeln immerhin. Campfire filled up. Oh. Okay, was zu trinken. Ich brauche Stöcke. Spear, Fishing. Okay. Nein, Fishing. Ja, wir gehen schnell angeln. Oh, wir brauchen Ringfisch. Wir brauchen dringend was zu essen. Sardine. Uns geht's echt nicht gut. Das ist mal wieder... Ach komm, wir müssen wohl die Sardine kriegen, mein Freund. So. Sardinchen. Okay. Ja, ja, wir brauchen was zu essen. Wir werden gleich sterben. Und wir haben diese blöde Pflanze halt nicht auf der Insel. Was eine Sauerei ist. Okay, die Musik wird auch schon bedrohlicher. Oh, unsere Hosen sehen auch nicht mehr ganz so gut aus. Das sah schon mal besser aus. Okay, Fleisch. Nein, nicht au... Ja, ja, ja... Ja, hoffentlich kriegen wir das überhaupt noch hin.
Okay. Wasser ist wieder fertig. Sehr schön. Wasser haben wir, Nahrung haben wir keine mehr. Einen Lebensstrich haben wir noch. Allmächtiger. Okay, wir bräuchten Holz. Hatte ich nicht irgendwo noch Holz? Hat er doch hier noch Holz rumfahren? Steine überall? Ich müsste echt mal ein besseres... Und wenn ich nochmal neu anfangen sollte, würde ich ein besseres Tiersystem nehmen. Das ist auf Dauer, ist das echt nicht mehr machbar. Guck mal, hier Planken hätte ich hier zumindest. Nee. Dass ich hier kein Holz mehr habe. Ich würde ja den Speer ehrlich gesagt gerne verfeuern. Wir haben hier kein Holz. Als Speere. Ho. Oh, alles da. Nur kein stinknormales Holz haben wir nicht. Das ist leider die falsche. Dass wir halt auch... Das ist wirklich jetzt in dieser einen Pflanze... Hier, okay, der Ausschlag sieht echt schlimm aus. Komm, wird fertig. Ich will nicht sterben. I don't want to die. Werd fertig. Ja. Oh, okay. Oh, aus. Boah. Würde gerne die Kartoffeln eigentlich noch kochen. Okay, wir haben wieder Wasser, wir haben wieder Nahrung. Problem ist, dass mein Leben trotzdem runtergeht, wie sonst was. Wir werden trotzdem jetzt gleich fahren müssen mit dem Boot, sonst wird das nichts mehr. Ja, wir werden jetzt fahren müssen. Zwangsweise leider. Ich nehme jetzt mein Boot, fahre zur anderen Insel und habe die Hoffnung, Space to climb. Mach ich doch. Ah, jetzt. Und habe die Hoffnung, dass wir es vielleicht überleben werden. Es wäre zumindest, es wäre schön. Wenn dem denn so wäre. Drehen, 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 drehen. Nicht auf Grund laufen. Nein! Na! Ey, das Spiel, also teilweise ist echt schlimm. Space to climb, das funktioniert übrigens auch herzlich. Hallo, Space, danke. Das funktioniert so unglaublich schlecht. Das ist der Wahnsinn. So. So, immer geradeaus. In der Hoffnung, dass wir dort irgendwas finden. Ich brauche nur eine von diesen blöden Pflanzen. Ich habe alles dabei, um mich wieder zu kurieren. Wir brauchen nur eine von dieser Pipi-Pflanze. Das kannst du keinem erzählen, dass ich in einem Survival-Spiel draufgehe, weil ich keine Pipi-Pflanze gefunden habe. Das schüttelst du noch mit dem Kopf. So, Insel voraus. Ich hoffe, dass es auf der eine von diesen Pflanzen gibt. Ich glaube allerdings, da war relativ viel, was Vegetation und so weiter angeht. Allerdings auch Schlangen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, wir sterben gerade. Nö. Geht noch. Frage ist, wie lange? So, immer geradeaus. Zumindest haben wir im Ernst geschafft, einen Wurf zu bauen. Also ich würde wirklich nochmal gerne eigentlich wirklich neu anfangen. Ich habe mich verbaut. Ich weiß jetzt besser, wie es funktioniert. Also ich bin jetzt ein bisschen besser im Spiel auf jeden Fall drin. Würde, wenn wir neu anfangen, sowieso wirklich ein bisschen... Ich würde vieles anders machen. Vor allem würde ich schneller versuchen, ein Boot zu bauen. Weil das ist jetzt echt, das ist jetzt... Wir sind jetzt bei einem Stand mit dem Boot, wo ich Dinge transportieren kann. Auch wenn es nur eine Kiste momentan ist. Vielleicht zwei maximal würde ich hier, glaube ich, drauf kriegen. Das würde aber längst reichen. Mit den zwei Kisten, ich wäre zufrieden, weil dann können wir jetzt schon mal eine Insel komplett plündern mit dem Boot hier. Vor allem auch, wenn ich noch ein paar Reifen und so weiter finde, bessere Schwimmkörper, vielleicht ein paar Fässer, die ich irgendwo hatte. Oder irgendwo mal gefunden hatte. Ich weiß leider nicht mehr wo. Könnte ich durchaus klarkommen, nämlich. Nur ein bisschen größer das Boot. Wird zwar immer schwieriger zu steuern, das ist wohl wahr.
Aber so kommen wir jetzt auf jeden Fall schnell von Insel zu Insel. Also viel besser als mit dem Ruderboot. Das Einzige, was ich noch bräuchte, wäre zusätzlich eine Kiste, wo Nahrung und Wasser drin ist. Die würde ich auf jeden Fall dann auch immer mitnehmen, damit es uns allgemein gut geht. Man muss aufpassen, dass ich hier nicht aufs Boot auflaufe. Allerdings. Oh Gott. Ich bin doch schon dabei. Gib mir wenigstens noch 10 Minuten, Spiel. Wahrscheinlich latsche ich eh gleich wieder in einen neuen Seeigel. Könnt ihr mir vorstellen? So. Das mit den Seeigeln ist fies, weil man die nicht sieht. Ich renne jetzt auch. Das ist mir jetzt gerade relativ Wurst. Das gibt's nicht. Oh ja, ist ja. Okay. Nein! Aber wie? You survive 7 days. Oh Gott, 7 days to die. Super. Continue. Können wir dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Ah ne, Moment. Werde ich jetzt dann zurück. Continue. Werde ich dahin zurückgesetzt, wo der letzte Speicherpunkt war? Wahrscheinlich. Ich würde es allerdings dann echt so machen, dann war es das für die Folge und für die Staffel 1. Dann würde ich direkt Staffel 2 hinterher schieben. Also ohne Pause richtig großartig. Ich würde dann direkt tatsächlich. Jo, wir werden zurückgesetzt, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Gut, folgendermaßen. Wir machen es so. Staffel 1, Versuche 1. Ich weiß jetzt über das Spiel Bescheid. Ich weiß, was ich tun muss, was ich craften kann und so weiter und so fort. Wir fangen eine neue Staffel an. Und zwar nahtloser Übergang letztendlich. Ich werde mehr Felder bauen und so weiter. Wir werden einen besseren Start hinlegen. Unser Floß wird wieder vergrößert werden. Oder ein besseres Floß werden wir uns auf jeden Fall noch bauen. Staffel 2, wie gesagt, direkt im Anschluss. Dann war das jetzt eine kurze Folge, das Staffelfinale, ja. Im Regen hört es auf. Ja, 7 Tage haben wir immerhin überlebt. So als vollkommener Anfänger von dem Spiel. Gar nicht so schlecht. Mir hat dieser blöde Seeigel, hat mich jetzt dahin gerafft, dass ich die Pflanze nicht gefunden habe. Das ist auch was, was wir zuerst machen werden. Pflanzen zusammentragen in der neuen Staffel. Und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Staffel, auch wenn sie nicht ganz so lang ging. Staffel Nummer 2, wie gesagt, zur gleichen Zeit. Also Stranded Deep, einfach nur Staffel 2. Ich werde neu anfangen. Danke fürs Zusehen. Abonniert. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß an der Folge hattet oder insgesamt Spaß an meinem Kanal habt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.